Ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts 2. Es ist sehr lange her. Ich möchte nicht lügen. Wie war das transparent auf YouTube-Channels, ne? Es ist locker ein halbes Jahr her. Die letzten Aufnahmen, da war ich hochschwanger. Mittlerweile ist der Kleine sogar schon fast 7 Monate alt. Ja, aber ich konnte und wollte auch einfach die bisherigen Aufnahmen euch natürlich nicht vorenthalten oder noch länger vorenthalten. Und ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir jetzt hier weitermachen. Und zwar in dem Land der Drachen, um genau zu sein, in der Welt von Mulan. Und da das jetzt so lange her ist, stellt euch darauf ein, dass ich erstmal mich wieder reinfinden muss, was die Steuerung angeht. Aber ich glaube, das war eigentlich gar nicht mal so schlimm. Wir starten einfach mal. Mulan, das ist Shan Yu, Anführer der Hundenarmee. Komm, Kleine, das ist deine große Chance. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Mulan besiegt Staatsfeind Nummer 1. Du wirst berühmt, glaub mir. Mushu klingt ja nicht schlecht. Aber erst muss ich der Armee beitreten. Ich muss für meinen Vater einspringen, um die Ehre der Familie Fa zu bewahren. Hoffentlich merkt keiner den Schwindel. Du hast bloß Bammel. Gib's doch zu. Du etwa nicht? Nanu? Kommt, den schnappen wir uns. Vielleicht sollten wir erst genau hingucken, bevor wir losschlagen. Ist das Mushu? Ich weiß, mein Ruf eilt mir voraus. Klein, aber oho. Und letzter ist in Großbuchstaben. Zischt ab, bevor ich meinen Drachenzorn entfache und euch alle mache. Hey, Mushu, hast du uns vergessen? Vergessen werde ich mich gleich. Haut ab, oder ihr seid... Ihr seid... Sora, Donald, Goofy. Du kennst sie? Ob ich sie kenne? Wir vier haben einem Haufen Schurken Feuer unter den Hintern gemacht. Ja, ich habe den Jungs oft aus der Patsche geholfen, denn ich bin ein mächtiger Drache. Stimmt's? So ähnlich. Und? Wer bist du? Ich bin Mulan. Nein, ich meine... Ping! Mulan, Ping! Nur Ping. Ich bin Ping, Sohn von Fasu. Ihr zwei seid Freunde? Mushu ist einer unserer Familienwächter. Wir wussten nicht, dass wir uns jemand so wichtigen wie einen Familienwächter ausleihen. Aber das habt ihr. Tja, und damit hat der gute Ping hier eine Menge gut bei euch. Aber wisst ihr was, Kinder? Jetzt könnt ihr euch revanchieren. Mushu. Ach, die drei sehen das doch genauso, was? Klingt fair. Wisst ihr, Ping ist gerade drauf und dran, der kaiserlichen Armee beizutreten. Wir müssen schnell in das Lager zu den anderen Rekruten. Kommt ihr mit? Ich fall nicht ganz so auf, wenn ihr drei auch dabei seid. Was meinst du mit auffallen? Auffallen, wenn ich den seichtes Geplauder ab. Du gibst dich als Junge aus, nicht wahr? Du bist ein Mädchen? Ihr habt das nicht gemerkt? Ich nicht. Hey, es könnte klappen. Ach was, die beiden Blitzmerker sind keine Feuerprobe. Was war das gerade? Oh, ich möchte gerade so viele Kommentare loswerden. Es ist der Wahnsinn. Ja, es ist nicht die Originalstimme von Mushu. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Aber er ist immer noch so drauf. Mulan ist eigentlich recht ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Ich weiß nicht genau.
unterscheidet sich halt nicht so viel. Also Muschel springt da schon mehr hinaus. Und wenn ich dann noch bedenke, seine Aussage mit, ich habe denen öfters aus der Patsche geholfen. Und ich denke mir so, ich habe dich vielleicht einmal angewendet, um zu zeigen, was du kannst. Ich kann mich doch nicht mal mehr dran erinnern. Ja, ja, du hast uns sehr oft aus der Patsche geholfen, definitiv. Und Sora und Donald haben wirklich die, ja nicht Aufmerksamkeitsspanne, sondern ja sind, denen fallen genauso solche Offensichtlichkeiten auf wie Rucker in Final Fantasy X. Ja. Ich will das jetzt gar nicht näher ausdehnen, warum Rucker ein bisschen dumm ist. Ein bisschen sehr dumm. Und einfach spoilermäßig für diejenigen, die es nicht kennen. Diejenigen, die es kennen, die wissen vermutlich, worauf ich anspiele. Von daher brauche ich das auch nicht weiter ausdehnen. So, okay. Ping kann bei uns mit in der Gruppe sein. Wir müssen jetzt einen rauswählen. Donald oder Goofy. Ping muss auch anscheinend bei uns in der Gruppe sein. Ich weiß nicht mehr, wer das niedrigere Level hat. Ach komm. Ah, nee. So, Donald ist bei uns drin. Gut, lassen wir mal so. Gucken wir mal, wie das läuft. Goofy ist auch Stufe 13. Das sind alle Stufe 13, okay. Mulan gehört übrigens zu meinen liebsten, wirklich liebsten Disney-Film. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, dass es hier auch so eine Welt gibt. Was natürlich unlogisch ist, dass sie den Bösewicht bereits hier vom Hain aus zugucken kann. Das ist idiotisch. Macht keinen Sinn. Weil eigentlich beobachtet sie nämlich das Lager von der kaiserlichen Armee von hier aus. Und ja, ich muss mich an die Kameraführung wieder gewöhnen. Also es geht aber. Upsa. Ist komplett invertiert. Ich bin gerade auf. Nee. Außer das da. Das ist das, was mich jetzt irritiert hat. Weil das ist invertiert, aber oben unten nicht. Hilfe. Das bin ich ja nicht mehr gewöhnt. Kann ich das ändern? Ich ändere es wahrscheinlich 5000 Mal, ne? Sora. Ach, guck mal, ich habe ja noch die Taste jetzt. Obwohl, warte mal. Jetzt habe ich Feuer. Da will ich eigentlich Vita haben. Auf Dreieck. Ich glaube, das lief eigentlich ganz gut, ne? Ja, komm. Passt. Passt, passt, passt. Da muss ich in die Konfiguration. Kamera, rechte analog. Stick. Oben, unten ist invertiert. Nee. Wenn ich nach unten gehe, geht es nach unten. Wenn ich nach oben gehe, geht es nach oben. Ist doch nicht invertiert. Das ist, wenn es genau andersherum der Fall wäre. Ach, das Problem war, dass man das nicht ändern konnte, oder? Ja, das kann man nicht ändern. Verdammte Hacke. Das war das Problem. So, hier haben wir unseren Mugshop. Hatten wir den schon mal? Doch, im Schloss des Biestes müssen wir das eigentlich gehabt haben. Ja, das denke ich passt auch alles soweit. So. Gehen wir mal los. Jetzt sind wir im Rekrutenlager. Kann ich die Sachen eigentlich kaputt machen? Nee, natürlich nicht. Doch, doch. Ich kann. So, ich muss mir erstmal. Okay, das ist angreifen, das ist hüpfen, das ist nichts. Das ist auch nichts. Das macht nichts, das macht nichts. Oh, warte, doch, da. Ah, da sind die Kurzbefehltasten. Okay, gut. Sollte machbar sein. Ach. Wenn Spring nicht auf X ist, ne? Nicht vergessen, Mädchen. Männlich. Wird Zeit, dass wir was zu futtern kriegen. Hey, nicht vordrängeln. Runter!
Schlange! Was es wohl heute zum Mittag gibt? Satz scheiße Ohren! Jetzt reicht's! Bitte aufhören! Bitte? Was für ein Mädchen? Sofort aufhören! Womit soll ich aufhören? Du hast mich geschlagen! Ihr Wichte! Wen nennst du hier ein Wicht, du Bohnenstange? Ich bin ein waschechter Wächterdrache! Können wir uns jetzt wieder anstellen, ja? Auf wessen Seite stehst du? Ich hab grad Prügel bezogen. Willst du noch mehr? Soldaten, Disziplin in der Reihe! Der Hauptmann! Hoffentlich bist du bereit. Vor allem, wie die einfach aus dem Nichts kommen, ne? Links oben repräsentiert die Moral der Gruppe. Wenn die Leiste auf Null sinkt, heißt es Game Over. Die Leiste kann durch die Kugeln, die Gegner fallen lassen, wieder aufgeladen werden. In manchen Kämpfen können solche Kugeln über das Überleben der Gruppe entscheiden. Also versuche immer wachsam zu sein und sie aufzusammeln. Aber wie die echt randommäßig... Ach, so kann ich anvisieren, okay. Stimmt, hier war sehr viel mit Moral. So, Ping ist schon mal Level abgekommen. Oh, und Donald... Ja, Donald macht alles, ja. Ist gut. Ihr drei, nennt mir eure Namen. Sora, Donald, Goofy... Willkommen in meiner Einheit. Eure Kampffertigkeiten sind für die anderen vorbildlich. Ich bin der Sohn von Fasu. Du solltest besser nach Hause gehen. Aber das würde meine Familie entehren. Du würdest also lieber meine Einheit entehren? Dieser Dickkopf von einem Hauptmann. Wenn Ping hart trainiert und sein Bestes gibt, wird er im Nu stärker werden. Gebt uns einfach eine Aufgabe. Wir werden euch zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten. Ihr wollt also, dass ich euch auf die Probe stelle. Unsere Befehle lauten, Shanyus Armee auf ihrem Weg hierher abzufangen. Sie sollten eigentlich über den Tung-Shao-Pass kommen. Wir werden sie alle machen. Das bezweifle ich. Ihr vier seid die Vorhut. Kundschaftet den Pass für meine Einheit aus. Das ist alles? Kein Problem. Nicht wahr? Es ist sicher. Die Details lasse ich euch später wissen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Denkt daran, die kleinste Aufgabe kann von größter Bedeutung sein. Seid wachsam. Jawohl! Yay, Karte vom Rekrutenlager gekriegt. Weil man sich auch hier so sehr verlaufen kann. Tempo und Ling und... Oh, ich weiß nicht mehr, wie der Rote hieß. Ach, das ist doch jetzt gemein. Die ganze Zeit überlegt, wie er heißt. Kommt hier? Gerade als ich diese gruseligen Gestalten niederschrecken wollte, bekamen sie Angst und flüchteten. Skurrile Gestalten, Schwächlinge in den eigenen Reihen. Das ist schon eine seltsame Kompanie. Man sind hier so viele Leute auch, ne? Ganz einige Zelte und eigentlich nur der random Typ da, der Hauptmann. Die drei Übeltäter. Ja, so viel dazu. Natürlich ist das Spiel oder das, was wir jetzt hier erleben, anders als der Film, logisch, ne? Weil im Film tauchen ja Sora und Donald noch nicht mal auf. Das ist es ja schon mal, aber auch so ist halt ein bisschen was anderes. Kann man ja auch nicht eins zu eins übernehmen, ne? So.
Oh, jetzt kommen sie. Wo sind sie denn? Da. Oh Gott, ich muss mich echt hier reinfinden. Beziehungsweise, es geht ja, aber mir fehlen halt noch so ein paar typische Sachen, wie das Hinsprinten. Aber ich glaube, das ist zu, ne? Ja, das Tor ist von der anderen Seite verriegelt. Du kannst jetzt nicht durch. Habe ich richtig im Kopf. Die lasse ich mal. Ich glaube, die waren noch irgendwie wichtig. Aber ich kann mich halt auch irren. Das Schöne ist, dass man halt jetzt Kisten auch öffnen kann, während man am Kämpfen ist. Es ist herrlich. So. Und Goofy levelt sogar mit. Was ich alles vergessen habe, das ist 100 Pro auch gewesen, im Schloss des Biestes, ne? Ja, ich weiß das alles nicht mehr. Ich habe es zwar geschnitten, aber das ist auch schon wieder ein Weilchen her, aber ich habe es ja nicht 1:1 angeguckt. So. Was mitnehmen? Weil Ping hat Charmeur, ne? Und gefühlt werden keine Kugeln angezogen. So, dann gehen wir mal weiter. Wir brauchen die Erlaubnis vom Hauptmann. Ach so, wir müssen ja auch erstmal die Aufgabe von dem annehmen. Da ist noch was zum Einsammeln. Ich will es haben. Luna-Splitter. Mal gucken, ob wir in diesem Teil etwas mehr craften werden als im vorherigen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Seid ihr bereit für eine Aufgabe? So, Passierstelle. Bei der Passierstelle wurden verdächtige Gestalten gesehen. Seht dort schnell nach dem Rechten und besiegt den Feind. Eine Meute von Feinden bewegt sich auf die Passierstelle zu, haltet sie auf und achtet dabei auch auf seltsame Gegner. Und es sieht so aus, als wäre der Feind ins Lager eingefallen. Besiege alle Gegner, auf die ihr trifft. Ja, dann machen wir das erstmal, weil das jetzt hier ist und dann können wir das in der Passierstelle machen. Ich weiß gar nicht, ob er da direkt dorthin landet. Hier ist es wichtig mit der Moralleiste halt, ne? Noch 7 Herzlose scheinbar. Hier kann man jetzt das auch kaputt machen. Ping ist ein bisschen so, ja, was mache ich? Was mache ich hier? Da ist der nächste Herzlose. 6 Stück sind es noch. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich diese Sachen hier möglichst einsammle. Oder die Herzlosen schnell besiege. Jetzt nur noch ein Herzloser dann gleich, wenn der erledigt ist hier. Ach, da ist der. So, Donald, du machst das. Ja. Ja, das ist genau, was ich von euch erwarte. Nun, auf euch warten immer noch einige Aufgaben. Bleibt auf der Hut. Abilitamin. Erhöht Maximum AP. Ja. Oh. Sein Zelt ist kaputt gegangen. Einige Kompanien wurden bereits von Shan Yu angegriffen. Die Zeit wird knapp. Ja, ja, Präventivschlag. Und müssen wir hinlaufen oder werden wir hin teleportiert? Wir werden hin teleportiert. Auch wieder die Moralleiste. Die dann für uns von Bedeutung ist. Guck mal. Dieses Feuerwerksdings der Bums hat sau viel an diesen Moraldingern fallen lassen. Ich freue mich, wenn ich öfters mal Charmeur habe. Zum Einsammeln. Zum automatischen Einsammeln. So, noch 3 Herzlose. Nur noch 2. Ja, komm, verschick dich nicht. Nur noch einer. So.
Da haben wir die Aufgabe auch erledigt. Das habt ihr ganz passabel erledigt, aber bleibt wachsam. Das ist erst der Anfang. So. Der Gegenschlag. So, Moralleiste darf wieder nicht sinken. Wer hätte das ja gedacht? Die ist aber diesmal ein bisschen niedriger als vorher. Ei. Hallo? Oh Gott, neuer Gegner. Haha. Ah, bei dem weiß ich nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Weil so macht das keinen Sinn. Aua. Ja, so mit Zauber kann ich das gut machen. Oh, oh. Oh, Hilfe. Aha, erledigt. Ah, noch so einer. Der wird... Ist das was... Was schwierig sein wird bei allem. Ich kann auch Wechsel machen mit Donald. Ja, klar. Ach so, ist das halt gemeint als Wechsel. So, ist die Frage, ob Donald da besser ist als Goofy? Goofy besser ist als Donald, meine ich. Ey, Mann, ich komme hier gerade gar nicht so richtig zum Zug, ne? Richtig schlimm. Aber ich habe ja nur die Drive-Version mit Donald. Mit Goofy, ne? Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich da gewechselt habe. Oh. Okay. Letztes Mal waren es mehr. Jetzt aber weg. Ach, oh, zum Glück auch der letzte gewesen. Das habt ihr gut gemacht. Ich wusste es. Hauptmann! Ich nehme an, du hast ein paar Fortschritte gemacht. Nicht ein paar, eine Menge. Nein, ihr habt recht, Hauptmann. Bitte gebt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Kommt zu mir, wenn es losgehen kann. Denkt daran, das mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein, aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Seid auf der Hut. Jawohl. Ja, ich denke mir aber, diese Aufgabe, die werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Das passt ganz gut, denke ich mal, von der Zeit her, so wie ich das im Blick habe. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ein Tschüss, eure Tal.